Vier Sportler, ein Ziel. Geld sammeln für einen guten Zweck. Vor dem Gebäude des Kinderschutzbundes haben sich Michael Kruse und sein Team am 16. Juni auf ihre nächste Spendentour vorbereitet. Auch für die trainierten Athleten ist diese Aufgabe keine leichte. 500 Kilometer mit dem Fahrrad in 24 Stunden durch ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ohne Schlaf, aber dafür mit einem ambitionierten Team. Organisator und Triathlet Michael Kruse kam während der Corona-Pandemie auf die Idee für das Projekt. Bereits zum dritten Mal wird ein gemeinnütziger Verein mit der Aktion unterstützt. In diesem Jahr der Kinderschutzbund. Jetzt haben wir gesagt, der Kinderschutzbund, der ist es auch würdig und habe mich hier mit der Vorstandsvorsitzende Dörte Granert unterhalten. Die hat gesagt, das finden wir eine tolle Idee. Wir haben das die letzten Jahre auch immer schon beäugt und schön, dass ihr auf uns zugekommen seid. Ja, und jetzt freue ich mich und hoffe auf viele, viele Spenden. Noch vor dem Start wurde das Spendenkonto bereits gefüllt. Die Stadtwerke Schwerin, die Helios-Kliniken Schwerin und weitere Sponsoren übergaben jeweils einen Scheck. Der Kinderschutzbund freut sich über die Spenden und die Aktion. Der Kinderschutzbund ist einmal eine Lobbyorganisation, das heißt, wir setzen uns für die Belange der Kinder und Jugendlichen ein. Das heißt, wir versuchen die Politik und die Verwaltung hier im Land davon zu überzeugen, dass sie sich um die Kinder und Jugendlichen hier kümmern, denen es nicht so gut geht. Also wir können sehr viel erreichen. Wir haben ja unseren pädagogischen Mittagstisch nach wie vor hier am Standort in der Perleberger Straße 22. Da bekommen Kinder ein warmes Mittagessen für 30 Cent. Kostet natürlich ein bisschen mehr und deshalb haben wir gesagt, da müssen wir ein bisschen unterstützen. Also das ist immer ein großes Projekt. Die Aktion kann auch eine Woche nach dem Event noch mit Spenden unterstützt werden. Auf der Webseite www.spendentour-mv.de ist das Spendenkonto hinterlegt.